Hi und herzlich willkommen bei Tinchen TV. Wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Hexagon auf sich hat, dann bleibt einfach dran. Nach dem Intro erzähle ich euch mehr dazu. Ja, wer sich von euch an die Pizza erinnert, die wir von Biene, von der Facebook-Sammelbestellergruppe Bastelspaß mit Biene bekommen haben, der wird sich vielleicht schon gefragt haben, was denn mit den schönen Sachen, die ich bekommen habe, eigentlich passiert ist. Und ich habe ganz viel davon gebastelt, von diesen schönen Materialien. Und nachdem ich die ganzen Papiere und alles Mögliche schon verwurstet hatte ich noch ganz viele von diesen Blumen übrig. Also ich habe zwar einige auf einem Album verwendet und auch ein kleines Sträußchen auf einer Explosionsbox, aber die meisten Blumen waren noch übrig. Und ich hatte in meinem Fundus dieses große Hexagon, das ist aus MDF. Zu dem Thema möchte ich nur noch sagen, dieser Bastelkleber, den ich zum ersten Mal ausprobiert habe und der auch in dieser Pizza von der Biene war, der ist wirklich wahnsinnig toll. Also ich habe dicke Papiere geklebt, ich habe dünne Papiere geklebt, ich habe damit viel MDF geklebt. Also das ist kein Chipboard, weil Chipboard ist ja eigentlich aus Papier, sondern dieses ganz dicke gepresste Holz könnt ihr wahnsinnig gut damit kleben. Chipboard auf Chipboard oder Papier drauf und so weiter. Also dieser Kleber ist wirklich der Burner. Kann ich sehr empfehlen. Er ist nicht so flüssig wie der Taggy und er klebt wirklich bombig. Ich habe also auch dieses Papier, das hatte ich noch in meinem Fundus, weil ich es ein bisschen gedeckter halten wollte. Ich wollte also jetzt nicht dieses Notenpapier, da hatte ich ja noch einen Bogen übrig, für den Hintergrund nehmen, weil das hätte mir zu sehr von den Blumen abgelenkt. Außerdem war das gelb, also das hätte nicht zu den Blumen so gut gepasst, die ich noch hatte. Also habe ich mir dieses Rosane genommen und habe mir mit einer Schablone, die ich mal von der Patricia bekommen habe, hier mit dieser Strukturpaste habe ich mir dieses Hintergrundmotiv drauf gemacht. Ich hoffe, ihr seht das, weil es ist so zart, der Hintergrund, dass man das weiß. Also dieses ganze weiße Ornament, das habe ich mit Strukturpaste aufgetragen. Und dann habe ich sämtliche Blümchen, die ich noch hatte aus der Pizza. Die Seiten habe ich hier distressed mit meinem Tool und mit der Ground Espresso, glaube ich. Moment, ich hole sie. Ja, genau, mit der Ground Espresso. Ich nehme ja sonst immer Vintage Foto, aber ich hatte mir, also die Lily Inks hatte mir gesagt, oder hatte in einem Video gesagt, sie nimmt immer die Ground Espresso, um ihre Seiten zu distressen. Und ihr seht schon, das sieht wahnsinnig schön aus. Also man kriegt einen ganz tollen Rahmen, so ein bisschen zerfranzelt, weil man es ja stupft mit dem Schwämmchen. Und das ist ein ganz, ganz toller Farbton. Den habe ich auch für andere Sachen benutzt, die ich aus der Pizza gestaltet habe. Und ich bin sehr angetan von der Farbe. Also es gefällt mir. Es ist natürlich dunkler als die Vintage-Foto, aber es gefällt mir sehr gut. Und also habe den Rand distressed und habe mir dieses schöne Motiv mit der Schablone, mit der Paste aufgetragen. Und dann habe ich sämtliche Blumen, die ich von Biene in der Pizza hatte. Das ist der Rest. Also ich hatte von jeder Farbe ein Sträußchen mit mindestens 10. Ich habe sie jetzt nicht gezählt. Ich habe auch ein paar von meinen benutzt, also hier die ganz große zum Beispiel oder hier die Rosane. Also sie sind nicht alle aus dem Paket, aber die waren alle klein, bis auf die beiden, hier diese in dem Aprikot und in dem Mint. Die waren auch bei der Biene mit in dem Paket und die Schmetterlinge waren bei der Biene im Paket. Also ich habe
weil ich noch so viele Blumen hatte, habe ich einfach mal fast alles, was drin war, bis auf die paar, habe ich da drauf geballert. Und da ich ja nicht so der Fan bin von bunt, obwohl mir das jetzt sehr gut gefällt, aber ich habe jetzt mit meinem Dunkel- und Braun- und Schwarz-Geschmack nicht so das Gefühl dafür, sieht es jetzt gut aus, passt es zusammen, ist es zu doll, kann man das so lassen? Und dann habe ich die Simone von Fantasievolle Papierwelt und Co. gebeten, doch da mal einen Blick drauf zu werfen, habe ihr ein Foto geschickt und habe sie gefragt, hier, du liebst Blumen, du liebst bunt, wenn du das kriegen würdest, würdest du das gut finden? Und sie hat gesagt, das kannst du so lassen, sieht toll aus, gefällt mir gut. Und ich habe auf ihr Urteil vertraut und habe es einfach so gelassen. Das war mein letztes Projekt aus der Pizza. Und ich habe euch bei jedem Video, also ich weiß jetzt nicht, wenn ihr das Video zu sehen kriegt, es könnte ja sein, dass die Biene sagt, sie verlost jetzt dieses Teil als erstes. Dann werdet ihr sagen, ja wie, das war das letzte. Also ich habe insgesamt mehrere gemacht. Das waren 2, 3, 4, 5. Mit diesem hier waren es 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mit diesem waren es 6 Projekte, die ich gemacht habe aus den Sachen, die in der Pizza waren. Und in welcher Reihenfolge jetzt die verlost werden und in welcher Reihenfolge, denn ich darf erst nach der Verlosung das Video zeigen, in welcher Reihenfolge das passieren wird, das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich leider nicht. Aber auch das wird ein Gewinn werden. Und das ist also so eine Platte. Dann habe ich oben noch ein Band reingezogen und das kann man sich aufhängen. Und ich hoffe, der Gewinnerin wird es gefallen. Und ich hoffe auch, dass es der Biene gefällt. Und die Pizza, ich habe euch bei jedem Video und bei jedem Projekt gezeigt, was ich noch übrig habe. Und das war zum Schluss eben die Blümchen, wo ich gedacht habe, jetzt brauchst du irgendwas, wo du ganz viele Blumen drauf machen kannst. Und das Hexagon hatte ich noch und in meinem Fundus und dann habe ich das so bearbeitet und hoffe, dass alles, was ich so gewerkelt habe, der Biene gefallen wird und vor allem den einzelnen Gewinnerinnen gefallen wird. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien sie das verschickt oder aussucht oder in welcher Reihenfolge sie es verschicken wird oder wie sie es verlosen wird, aber wir werden es alle wissen, wenn diese Videos erscheinen von mir. Ich wollte das für euch festhalten, damit ihr nicht sagt, ja, jetzt hast du uns die ganzen tollen Sachen gezeigt und wir wissen gar nicht, was damit passiert ist. Euch kleine Updates gemacht, damit ihr seht, was ich gewerkelt habe. Und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wenn ihr einen Kommi da lasst, das fände ich supi. Findet ihr das zu grell? Findet ihr das schön? Ich hätte jetzt wahrscheinlich für mein Empfinden alles schwarz gemacht und dann wieder meine Wachse rausgeholt. Aber es gibt ja auch viele Leute, die bunt lieben und die das nicht so düster mögen. Und um alle Geschmäcker zu bedienen, denke ich, kann man das auch mal mit in so eine Verlosung nehmen. Ich danke euch herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Passt schön auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.